Servus Leute, hier ist wieder FAW Sports am Start. Immer noch live aus Valencia. Bin gerade auf dem Weg zum Gym. Muss mich ein bisschen beeilen, heute kann ich leider nicht so lange machen, weil die Jungs wollen noch an den Strand. Hab sie jetzt ohne mich frühstücken geschickt. Hier, das sieht doch mal geil aus. Das ist ein bestimmtes Fest, ich habe den Namen noch nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall werden dann jährlich diese Figuren aufgebaut. Ich zeige es euch nochmal. Diese wunderschön aufgebauten Figuren. Ich will nicht wissen, wie viel Kohle da drin steckt und auch nicht, wie lange es gedauert hat. Die werden auf jeden Fall dann am Ende, ich glaube am 17. März, werden sie dann verbrannt. Ist eigentlich viel, viel zu schade. Aber naja, wenn es bei denen hier Brauch ist, dann soll das eben so sein. Auf jeden Fall habe ich hier gerade meinen Trainingsbooster gemixt. Und suche jetzt gerade mal das Fitnessstudio. Also, dass 80% Männer und 20% Frauen da waren. Und es waren auch zur Abwechslung viele ältere Leute da, also so 50 aufwärts. Fand ich eigentlich recht positiv. Das Fitnessstudio war relativ groß. Die Geräte waren eigentlich ziemlich alt und abgenutzt, aber für 3,50 Euro am Tag als Visitor, also als Besucher, voll in Ordnung. Hat echt optimal gereicht. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt hier so den Pump richtig sieht. Also es hat auf jeden Fall gereicht. So, ich wollte jetzt nochmal den Weg nach außen filmen. Es ist ein richtig geiles Fitnessstudio eigentlich, bis auf die Geräte, die eigentlich ziemlich alt sind. Und wie man hier hinter mir sieht, ist da richtig geiles. Also das Schwimmbad sieht relativ neu, richtig modern aus. Ja, und ansonsten muss ich sagen, an sich ist es echt richtig geil und für 3,50 Euro. Ich meine, es ist eine Touristenstadt, da sind solche Angebote eigentlich naheliegend, aber ansonsten auf jeden Fall definitiv nicht schlecht. Und jetzt muss ich mal gucken, hier wie so ein Labyrinth, das ist eigentlich riesengroß, ich weiß selbst gar nicht wo lang, vielleicht finde ich gleich noch den Ausgang, vielleicht auch nicht, dann bleibe ich noch eine Runde hier. Und ich glaube, hier bin ich falsch. Oh mein Gott, 1000 Kameras. Ah, hier steht doch Exida. Und dann filme ich das Fitnessstudio gleich mal von außen. Ich habe heute auch noch ein paar Push-Übungen gemacht, weil ich mich nicht so richtig kaputt machen wollte. Bisschen Bankdrücken, Schrägbank. Klasse Ausgang. Ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann. Da ist das Schwimmbad. Ich habe, glaube ich, das Gefühl, es ist eine riesen Sportanlage. Da hinten waren noch Tennisplätze. Das ist auf jeden Fall das Gebäude. Ansonsten, also für den Urlaub perfekt. Mehr braucht man gar nicht. Wie gesagt, es ist ziemlich heiß. Ich gehe jetzt auch noch an den Strand mit den Jungs. Was bedeutet, man sollte sich nicht zu sehr verausgaben. Irgendwann geht es dann auch aufs Herz. Ein paar Übungen, ich habe Brust und Trizeps, jeweils zwei Übungen, also Bankdrücken und Schrägbank, bisschen Schulter, bisschen Nacken, natürlich noch Dips, eine Stunde war es und es hat dann auch gereicht. Hier sieht man nochmal den Namen vom Fitnessstudio, Complex Estudio Esportio, Cultural Petexina, absolut keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber ihr seht, die Sonne scheint. Und nach dem Training hat man wieder richtig, richtig gute Laune. Geht ein bisschen aufgepumpt zum Strand, ist auch natürlich immer geil. Ja, das war's dann auch schon für heute mit FAW Sports. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich im Gym drinnen nicht filmen konnte. Wie gesagt, der Trainer hat ihm versucht, mit Händen und Füßen zu erklären, für was es ist. Für meinen YouTube-Channel und alles, er hat es nicht verstanden. Dann habe ich ihn irgendwann meine Kamera rausgeholt, habe ihn die hingehalten, dann gemeint, ob ich hier filmen darf. Und habe ihn dann auch gefragt, ob ich nur mich filmen darf. Hat er auch gemeint, nein, das geht nicht. Und keine Ahnung, ich glaube, der wollte im Gespräch einfach nur aus dem Weg gehen, weil ich kann nicht richtig Spanisch. Er kann gar kein Deutsch, konnte gar kein Englisch. Ja, ist im Endeffekt auch sein Recht.
kann man nichts machen. Ich kann es nicht ändern. Auf jeden Fall war es trotzdem soweit so gut, richtig geil. Also dann macht's gut.